Heute möchte ich mit einem Bibelvers starten, und zwar in Lukas 6, 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. Als der Heilige Geist mir heute Morgen diesen Bibelvers gegeben hat, habe ich zuerst gedacht, was hat das mit meiner Predigt zu tun? Was hat das mit meinem Thema zu tun? Mein Thema heute ist Vergebung und Unvergebenheit. Und was das Ganze miteinander zu tun hat, möchte ich euch gerne nach meinem Gebet erzählen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, ja, für diese Gelegenheit, heute wieder über dein Wort nachzudenken, über dein Wort zu sprechen. Ich danke, dass, ja, dass du mir Klarheit gibst, dass du mir dabei hilfst, auch tiefer in diesem Thema zu kommen, tiefer zu verstehen. Danke, dass du, Heiliger Geist, mir dabei hilfst, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Worte zu geben, zu sprechen. Danke, dass deine Worte, nicht meine Worte, Menschen berühren, Menschen freisetzen werden. Danke dir, Vater, für dieses Thema. Danke für Klarheit. In Jesu Namen. Amen. Es ist das, ich glaube, mit das Härteste, was ein Christ tun soll, vergeben. Einen Menschen zu vergeben, den man liebt, kann eine Herausforderung sein, ist aber relativ einfach. Ist aber eine Herausforderung. Einen Menschen zu vergeben, den man weniger liebt, schon eher. Aber einen Menschen, den man überhaupt nicht mag, einen Menschen, den man vielleicht sogar hasst, dagegen ist wirklich eine Herausforderung. Das ist schwierig. Es ist so schwer. Es ist so schwer, einem Menschen zu vergeben. Und oft kann man es nicht. Aber Jesus sagt, wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. Das heißt, Jesus sagt hier, wenn die Menschen euch vergeben sollen, also müsst ihr euch auch, oder müsst ihr euch den anderen auch vergeben. Wow. Vergebung schmerzt, aber es setzt frei. Und wie oft haben wir in unserem Leben, wo wir Menschen nicht vergeben können? Weißt du, als ich in Südafrika war, habe ich ein Buch gelesen und der Herr sprach dann zu mir und sagte, und? Wie viele Menschen hast du noch nicht vergeben? Ich dachte, okay, Herr, es gibt keinen, den ich nicht vergeben habe. Oh doch, sagte Herr. Und ich sagte, hey, nee, da gibt es keinen. Und der Herr hat nicht weiter mit mir gesprochen, sondern mir nur einen Namen gegeben. Und ich habe dann gesagt, halt, stopp. Dieser Mensch, du weißt genau, was er gegen mich getan hat. Du weißt genau, dass dieser Mensch mich belogen hat. Du weißt ganz genau, dass dieser Mensch mich belogen, betrogen hat, beklaut hat. Also, diesen Menschen kann ich nicht vergeben. So, also. Und er hat mir den nächsten Namen gegeben. Und wieder den nächsten, und wieder den nächsten. Und irgendwann habe ich gedacht, wow, wirklich? Habe ich so viele Menschen nicht vergeben? Manchmal sind es kleine Dinge. Und trotzdem ist es Unvergebenheit. Und ich habe dann darüber nachgedacht und habe gedacht, hey, wow, das ist hart. Und Gott sprach dann zu mir und sagte, okay, und nun schreib jedem eine Nachricht und bitte ihn um Verzeihung. Wow. Und ich habe wirklich, glaub mir, ich habe gekämpft. Ich habe gekämpft und habe dann irgendwann die weiße Fahne geschwungen und habe gesagt, okay. Ich habe angefangen zu schreiben.
Und allein dieses Schreiben von Nachrichten hat etwas in mir bewirkt. Befreiung. Nicht alle haben geantwortet. Viele haben geantwortet und haben gesagt, ja, danke. Aber wofür machst du das? Das ist schon lange her. Hab schon gar nicht mehr darüber nachgedacht. Aber siehst du, oft denke mir das, aber wie sehr hat diese Person das benötigt, um dir auch vergeben zu können? Eigentlich hat diese Person vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, aber in dem Moment, wo du das getan hast, hat es diese Person auch endgültig freigesetzt. In einem Fall war es so, dass die Person mir geantwortet hat und hat gesagt, hey, danke, dass du das gemacht hast. Ich wollte schon lange mit dir in Kontakt treten und das Ganze geklärt haben. Aber wahrscheinlich hat genau diese Person dasselbe gefühlt wie ich. Furcht auch. Es ist manchmal Furcht, es ist Schmerz. Und in diesem Moment erniedrigt man sich. Ja, man erniedrigt sich. Aber das ist genau das, was wir in Lukas 14, Vers 11 lesen. Dort steht, denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Das heißt, wenn ich einem Menschen nicht vergeben kann, werde ich runtergesetzt. Warum? Ich mache mich selbst in dem Moment, kapituliere ich nicht. Und diese Last drückt mich runter. Weißt du, Unvergebenheit ist automatisch eine Last. Es ist eine Last für dich und es drückt dich runter. Aber wenn du vergeben kannst, wenn du diesen Schritt gehst und sagst, hey, ich vergebe dir, das setzt sich frei. Denn wir können lesen, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Wow. Wenn du in der Lage bist, einem Menschen zu vergeben, zu sagen, sorry, das setzt dich frei und erhöht dich. Warum? Weil der Druck, die Last von deinen Schultern weggenommen wird. Weißt du, wer das beste Beispiel davon ist, der sich selbst erniedrigt hat und erhöht wurde, ist Gott, ist unser Vater. Er hat erstmal Jesus geschickt, der uns diesen Weg frei machen konnte, dass wir zu ihm zurückkommen konnten. Und dann, als ich spreche jetzt von mir, als ich mein Leben Jesus geben konnte, bevor ich das machen konnte, hat Gott schon meine Sünden vergeben. Er hat schon zu mir gesagt, ich habe dir vergeben. Es ist erledigt. Es ist gut. Bevor ich nur ein Wort sagen konnte, hat er schon mir vergeben können. Das ist Gnade. Ich brauchte nichts dafür zu tun, sondern Gott hat es getan. Jesus, durch Jesus. Gott hat mir vergeben, durch Jesus. Bevor ich etwas tun konnte. Wow. Das ist Gnade. Dasselbe ist, wenn du bereit bist, auf einen Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ich vergebe dir. Das ist Gnade. Der andere gegenüber hat nichts dafür getan, aber du warst bereit, das zu tun. Das ist Größe, Gnade und Größe. Und du wirst erhöht. Das ist wunderbar. In Lukas 6, 41, 42 können wir lesen, was siehst du aber ein Splitter in deines Bruders Auge? Und des Balkens in deinem Auge wirst du nicht gewahr. Jesus sagt hier, hey, warum guckst du zu deinem anderen? Warum sprichst du über den anderen? Guck doch erstmal in den Spiegel. Schau dich mal an, schau das an, was du zu ihm sagst. Das trifft auf dich doch auch zu. Und dann sagt er, oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt stille, Bruder. Ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler,
zieh zuvor den Balken aus deinem Auge und siehe dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Weißt du, was Jesus hier sagt? Bevor du oder bevor ich über andere Menschen rede, bevor ich über andere Menschen richte, bevor ich irgendetwas gegen andere Leute tun, soll ich erstmal vor meine eigene Haustür kehren, sagt man so schön in Deutschland. Schau in den Spiegel und guck erstmal, was du selbst getan hast. Bist du rein? Gott sprach zu mir und dem hast du noch nicht vergeben. Ich habe immer auf zu anderen geschaut und habe gesagt, ja, guck, der hat das und das. Unvergebenheit. Der hat keinen Fall. Der konnte nicht vergeben. Also hat er das und das und das und das. Andere Sachen, was auch immer. Das ist nur ein Beispiel. Aber das ist das, was wir so oft tun. Wir lenken von uns selbst ab und schauen zu anderen, sprechen über andere. Aber hallo, schau doch erstmal in dein Leben. Schau mal, was du noch nicht getan hast. Wie viele Menschen ich noch nicht vergeben konnte. Und vielleicht auch heute habe ich noch den einen oder anderen, den ich schon nicht vergeben konnte. Weil Vergebung schwer ist. Und wir wollen es nicht, weil es schmerzt. Aber weißt du, was Vergebung bedeutet? Vergebung heißt Freisetzung. Unvergebenheit heißt, dass du gefangen bist. Gefangenheit. Ich will dir zwei Geschichten sagen. Zwei Beispiele, die Vergebung zeigen und Unvergebenheit. Unvergebenheit. Wir alle kennen Adidas, wir alle kennen Puma. Aber die wenigsten kennen Adolf oder Rudolf Dassler. Adolf und Rudolf Dassler gründeten zusammen Adidas. Und an einem Punkt haben sie angefangen, sich zu streiten. Und sie waren nicht bereit. Sie waren nicht in der Lage, sich gegenseitig zu vergeben. Sie waren nicht in der Lage zu sagen, sorry. Hey, Adolf, tut mir leid, was ich getan habe. Oh, ist schon gut, Rudolf. Hey, Rudolf, sorry, was ich getan habe. Adolf, ist okay. Nein. Die waren so stolz. Die waren so stolz. Ich brauche mich nicht zu vergeben. Soll Adolf kommen? Warum soll ich kommen? Rudolf, komm. Wenn der kommt und sagt, sorry, dann will ich auch sorry sagen. Hey, wisst ihr, was aus dieser Geschichte entstanden ist? Einer ist von Adidas weggegangen, hat Puma gegründet. Zwei Riesenunternehmen. Und wir denken immer, Familien. Unternehmen, große Unternehmen, die sind freudig, die sind glücklich. Die sind nicht glücklich. Beide Familien zerstritten. Todfeind. Todfeind bis ins tiefste Glied. Zerstritten, zerstritten. Das hat so tiefgründige Formen angenommen, dass eine ganze Stadt getrennt war. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass eine Stadt getrennt ist nur durch Unvergebenheit? Wir kennen Berlin, Berlin-Mauer, Ost-West-Berlin. In Herzogenaurach, wo Puma und Adidas beheimatet sind, da gibt es keine Mauer. Und doch eine unsichtbare Mauer. Da sind Fluss, Bäume und das ist diese Grenze. Die eine Seite Adidas, die andere Seite Puma. Bist du bei Puma am Arbeiten, möchtest du nichts mit Leuten zu tun haben, die bei Adidas arbeiten. Arbeitest du bei Adidas, möchtest du nichts mit Leuten von Puma zu tun haben. Das heißt keine Freundschaften, gar nichts. Zwei Lager. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine Tochter und du arbeitest bei Puma und die lernt einen jungen Mann kennen, der bei Adidas arbeitet. Diese Liebe hat keine Chance, weil beide Seiten tolerieren das nicht. Das ist unglaublich. Und das Ganze ist entstanden durch Unvergebenheit. Unvergebenheit. Heute hat sich das Ganze etwas aufgeschwächt, ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist noch immer diese Unvergebenheit da.
Und wie viele Kriege wurden durch Unvergebenheit gestartet? Weil einer nicht in der Lage war, zu sagen, sorry. Weil einer nicht bereit war, zu sagen, tut mir leid. Die andere Geschichte. In Amerika vor einigen Jahren ist ein junger weißer Mann in eine Kirche gegangen und hat um sich geschossen, hat viele Menschen getötet. Junge Menschen, ältere Menschen. Es war eine schwarze Gemeinde. Der Mörder wurde verhaftet. Und Amerika ist manchmal skurril. Da war eine Anhörung. Und dann haben die Angehörigen auch diese Möglichkeiten, zu diesem Verbrecher etwas zu sagen. Und bei dieser Anhörung, und ihr müsst euch so vorstellen, die haben da Kameras, die haben Bildschirme. Und an diesem Bildschirm siehst du dann, der ist so geteilt. Eine Seite siehst du den Angehörigen, der spricht. Auf der anderen Seite siehst du den Verbrecher dann. Und ja, viele haben dann diese Chance genutzt und haben gegen diesen Menschen, gegen diesen Mörder gesprochen, haben ihn verflucht, haben, ich weiß was nicht, alles ausgesprochen. Und dieser junge Mann saß da, regungslos, nicht wirklich eine Regung im Gesicht. Und an einem Punkt ist dann eine ältere Frau aufgestanden, ist zum Rednerpult gegangen, ans Mikrofon gegangen und hat dann, also nicht wörtlich, sondern sinngemäß gesagt, du bist ein Mörder. Du bist der Mörder meines Sohnes. Du bist der Mörder meines einzigen Sohnes, den ich geliebt habe. Du hast eine Lücke in meinem Leben geschaffen, die schmerzt. Und es schmerzt. Ich vermisse meinen Sohn. Ich weine für meinen Sohn. Aber ich liebe Jesus Christus. Und Jesus Christus hat gesagt, ich soll vergeben. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich dir vergebe. Du bist mein Mörder, du bleibst der Mörder von meinem Sohn. Aber ich vergebe dir. Ich liebe dich, ich bete für dich und ich möchte, dass du Jesus Christus begegnest, dass du weißt, wer Jesus Christus ist. Und ich vergebe dir und ich bete für dich. Ich werde immer für dich beten. Ich werde so lange für dich beten, wie ich kann. Und an diesem Punkt ist etwas passiert. Der junge Mann hat sein Gesicht verändert. Es wurde rot, Tränen liefen über sein Gesicht. Vergebung setzt frei. Bist du in der Lage, dasselbe zu tun? Bist du in der Lage, einem Menschen zu vergeben? Einem Menschen, der dein Kind getötet hat? Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, soll erhöht werden. Unvergebenheit stiehlt dir Liebe, ein klares Verständnis, eine klare Meinung. Ja, Unvergebenheit stiehlt dir Frieden. Diese Frau zeigte genau das, was Jesus sagte. Sie wurde, oder sie setzte nicht nur sich selbst frei, sie setzte auch in diesem Mörder etwas frei. Liebe. Wie kannst du einen Menschen lieben, wenn du nicht vergeben kannst? Du kannst keinen Menschen lieben, den du nicht vergeben kannst. Es ist unmöglich. Und das grenzt dich ein. Und das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer denn dieses. Markus 12, 31. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Wie willst du dich selbst lieben, wenn du dir nicht selbst vergeben kannst? Stell dir mal diese Frage, hast du dir vergeben? Ja, warum kannst du den anderen nicht vergeben? Weil du ihn nicht liebst. Also wie kannst du dich lieben, wenn du den anderen nicht liebst? Das ist, was Jesus sagt, denn du sollst deinen Nächsten lieben. So wie dich selbst. Also, wenn du deinen Nächsten nicht lieben kannst, vorsichtig, dass, ob du dich selbst auch lieben kannst. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und lieben heißt vergeben. Vergebung ist Liebe.
Der Herr hat mir das in Südafrika so gezeigt. Ich habe es an meinem eigenen Leibe gespürt, was es heißt, nicht vergeben zu können. Es ist wirklich schlimm. Und weißt du, dass Unvergebenheit, wie in diesem Fall der Familie Dassler, Grenzen, es werden Grenzen einfach aufgetan. Nicht aufgetan, es werden Grenzen gesetzt. Du grenzt dich selbst ein. Dein Radius wird eingegrenzt, weil wenn du einem Menschen nicht vergeben kannst, du gehst nicht dort, wo er hingeht. Der geht die Straßenseite, also wechselst du die Straßenseite nur, um diesen anderen nicht zu begegnen. Und es ist nicht jetzt wichtig, wer was getan hat. Wenn dir einer etwas getan hat und du kannst ihm nicht vergeben, wechselst du genauso die Straßenseite, als wenn du einem etwas getan hast. Weil du in beiden Seiten, beiden hast du Unvergebenheit in deinem Herzen und das zwingt dich, etwas zu tun, was du gar nicht tun möchtest. Dein Naturell ist es nicht, die Straßenseite für einen zu wechseln. Dein Naturell ist es, weiterzugehen. Aber wie kannst du das tun, wenn du einem nicht in die Augen schauen kannst? Und das ist Unvergebenheit. Du kannst einem nicht in die Augen schauen. Machst du das, belügst du dich selber. Dann spielst du etwas. Du spielst eine Show. Aber es schmerzt in deinem Herzen. Tief in deinem Herzen schmerzt es. Und weißt du, was das bedeutet, wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen hast? Wie viele Menschen sind krank durch Unvergebenheit? Unvergebenheit bringt viele zu Krankheit, in Depressionen. Du kannst sagen, hey, Blödsinn, aber es ist die Wahrheit. Viele Menschen, die nicht vergeben können, leiden unter Depressionen. Weil Depression ist etwas, was schmerzt. Und Unvergebenheit schmerzt. Depression ist eine Folge davon. Kannst du glauben? Brauchst aber nicht. Und weißt du, wenn du nicht vergeben kannst, das ist Stolz. Das ist einfach nur Stolz. Stolz sagt ganz einfach, ich tue das nicht. Soll der andere noch kommen? Ich? Ich komme nicht. Soll der andere kommen? Aber in Lukas 14, 11 steht, denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Das heißt, wenn du zu stolz bist, stellst du dich automatisch höher. Du persönlich stellst dich höher. Und in dem Moment urteilst du über diese Menschen. Du urteilst über einen anderen Menschen. Du urteilst, du verurteilst diesen anderen Menschen, weil du sagst, soll der doch kommen. Der ist schuld, der hat mehr getan. Du verurteilst einen anderen und sagst, nein, ich brauche das nicht zu tun, der hat zu kommen. Das ist ein Urteil. Du verurteilst einen Menschen dadurch. Du bist stolz. Und tust nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott hat gezeigt, was heißt, einem Menschen zu vergeben. Gott hat vergeben. Gott hat dir schon vergeben, wenn du Jesus angenommen hast. In dem Moment wurdest du freigesetzt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig. Es ist für uns persönlich so wichtig zu verstehen, was es heißt zu vergeben. Vergebung heißt Freisetzung. Freisetzung. Du bist freigesetzt. Es ist so schön. Es ist so schön, freigesetzt zu werden, wenn dein Herz geöffnet wird und etwas Schlimmes, etwas, was Schmerz herausgenommen wird. Wenn die Last von deinen Schultern genommen wird, wenn du anderen Menschen wieder in die Augen schauen kannst, wenn du wieder mit anderen Menschen sprechen kannst. Entschuldigung, du musst nur nicht einfach, nur nicht einmal mit einem anderen mehr sprechen müssen. Aber in dem Moment, wo du einen vergeben kannst aus tiefstem Herzen, dann bist du befreit.
dann wirst du sehen, was es bedeutet, geheilt zu werden. Vergebung ist eine Heilung, ist ein Prozess der Heilung. Dein Herz wird geheilt, deine Seele wird geheilt. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Jesus wusste es. Und er hat es in Matthäus 18, 21 bis 22 gesagt. Da hat er zu Petrus, denn Petrus sprach zu ihm und sagt: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, wie oft muss ich ihm den vergeben? Ist genug? 7-mal? Und Jesus sprach zu Petrus: Ich sage dir nicht 7-mal. Nicht 7-mal? Nein, sondern ich sage dir 70-7-mal. 70-mal 7-mal. 70-mal 7-mal. Unmöglich? Nein, es ist nicht unmöglich. Schwierig? Es ist schwierig. Weißt du, und damit sagte Jesus: Hey, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie schwierig es ist, zu vergeben. Ich weiß, wie schwierig es dir fällt, zu vergeben. Aber er sagte: 70-mal 7-mal sollst du vergeben. Es ist schwierig. Jesus wusste es und doch hat er gesagt: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. Und liebe deinen Nächsten wie dich selber. Hey, come on. Jesus möchte, dass es dir gut geht. Jesus wollte von Anfang an, dass du dein Leben genießen kannst. Wie kannst du dein Leben genießen ohne Vergebung? Schau dir die Geschichte von der Familie Dassler an. Die haben wahrscheinlich alles, was sie wollten. Kaufen, können sich, was sie wollen. Aber wenn du jedes Mal deinen Bruder, deinen Nachbarn siehst und du kannst dich nicht mit ihm unterhalten, kannst dich nicht überfreuen. Ja, dein Bruder hat schon wieder ein Kind bekommen. Ja, und? Hallo? Wie kannst du dich darüber nicht freuen? Das ist nicht Liebe. Liebe ist Freude. Liebe ist, wenn du dich erfreuen kannst. Liebe ist, wenn du frei bist. Und frei kannst du nur dann werden, wenn alles gut ist in deinem Leben. Alles gut in deinem Leben kann nur sein, wenn dein Herz frei ist. Eine Frage für dich. Ganz persönlich für dich. Gibt es in deinem Menschen oder gibt es in deinem Leben einen Menschen, den du nicht vergeben hast? Okay. Vielleicht sagst du jetzt gerade nein. Aber ich frage dich noch einmal. Geh mal tief, ganz tief in dein Herzen und denk darüber nach. Bevor du antwortest, gibt es in deinem Leben einen Menschen, den du noch nicht vergeben hast? Gibt es in deinem Leben einen Menschen, den du nicht vergeben hast? Hey, denk darüber nach. Jesus möchte, dass es dir gut geht. Jesus möchte, dass du dich wohlfühlst. Jesus möchte, dass du dein Leben genießen kannst, in vollen Zügen. Nicht eingeschränkt, in vollen Zügen. Ohne Grenzen. Jesus möchte dich freisetzen. Jesus möchte, dass es kein Ding in dieser Welt gibt, was dich davon abhält, dich voller Freude in das Leben zu werfen, zu genießen. Ja, Jesus ist gekommen, um das Leben zu genießen.
Viele denken, Jesus grenzt uns ein, aber Jesus hat uns nie eingegrenzt. Wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber, grenzt er dich damit gar nicht ein, sondern er sagt einfach nur, hey, dein Leben genießen heißt, anderen Menschen mitzunehmen. Wie kannst du dein Leben genießen, wenn du andere Menschen verletzt? Wie kannst du dein Leben genießen, wenn dir immer wieder Menschen begegnen, denen du noch nicht vergeben hast, die dir nicht vergeben konnten, weil du noch nicht mal bereit warst, nur einfach sorry zu sagen? Und natürlich wird es Situationen geben, wie auch bei mir, wo du zu Menschen sagst, hey, sorry, und die können das nicht akzeptieren. Aber weißt du, was wirklich in deinem Leben passiert, wenn du sorry sagen kannst, wenn du sagen kannst, entschuldige, und der andere nimmt es nicht an, aber in deinem Herzen bewegt es etwas. In deinem Herzen bewegt es etwas. Und es ist nicht deine Verantwortung, was in dem Leben von einem anderen geschieht. Aber es ist deine Verantwortung, was in deinem Herzen geschieht. Wenn du sorry sagen kannst, dann wird dein Herz befreit. Und das ist, wofür ich jetzt am Ende beten möchte. Ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich persönlich beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diese Zeit, die wir mit dir verbringen konnten. Ich danke für die Zeit, wo wir einfach mit dir von deinem Wort hören können, von Vergebung, von Unvergebenheit. Ich danke, dass du auch in meinem Leben einfach wieder zeigst, wie wichtig Vergebung ist. Und danke für denjenigen, der gerade mir zuschaut. Danke, dass du ihm Vergebung zeigst, dass du ihr Vergebung zeigst. Danke, dass du zeigen kannst, wie wichtig Vergeben ist. Wo ist Unvergebenheit? Wo ist diese Unvergebenheit? Zeig dieser Person gerade dort, wo in seinem Leben Unvergebenheit ist. Setze diese Person frei, Vater. Hilf ihr zu sehen und Vergebung zu üben, Vergebung zu geben. Setz diese Person frei. Heile das Herz, die Seele von dieser Person. Danke, dass Vergebung eine schwierige, harte Schule ist. Aber Vergebung ist wichtig und es tut gut. Es ist Heilung. Es ist Heilung. Danke dir für diese Heilung. Im Namen Jesu Christi. Amen. Und ich bete für dich weiter, dass du sagen kannst, sorry, dass dieses Wort sorry, Entschuldigung, für dich nicht länger mehr ein harter Weg ist, eine Situation ist, wo für dich einfach immer wieder der Moment entsteht, wo du einfach mit dir kämpfen musst. Ich wünsche dir und bete für dich, dass diese Entschuldigung für dich einfacher über Lippen gehen wird. Und dass es vom Herzen kommt, dass es dich freisetzt. Ich bete für dich dafür. Amen. Amen.